jetzt in Go. Wir setzen Skilegende Alexandra Meisnitzer in den Land Rover Discovery Sport. Und mit der Kraft von zwei Herzen der neue Honda Jazz. Außerdem, wir bringen die ersten Infos vom neuen VW Golf 8. Go, powered by Turmöl. Tankbare Preise. Mit dem neuen Mazda CX-30 hat Mazda scheinbar einen Nerv getroffen. Denn zum einen bekommen sie ganz viele Designpreise dafür, zum anderen kaufen die Leute den Mazda wie die warmen Semmeln. Und da muss man sich dann fragen, wo liegt denn die Magie des Mazda CX-30 eigentlich? Mein Kollege der Andi, der war damit unterwegs und der weiß jetzt ganz genau, wo die Magie des CX-30 wirklich liegt. Mazda ist schon eine besondere Marke, wohl auch, weil sie die meisten Trends einfach links liegen lässt und lieber ihr eigenes Ding macht. Bei den Motoren zum Beispiel, da pfeift Mazda komplett auf Downsizing oder Turboaufladung bei den Benzinern. Stattdessen heben sie den Verbrennungsmotor auf die nächste Stufe mit dem selbstzündenden Benziner, also dem Sky Active X. Außerdem geistert irgendwo in den Werkshallen noch der Geist von Felix Wankel herum mit seinem vollkommen verrückten Kreiskolbenmotor. Aber es gibt auch Trends, die kann nicht mal Mazda ignorieren. Kompakte SUVs zum Beispiel, wie den CX-30 hier. Wobei, der ist für mich weniger SUV als Crossover, wobei das sind Grenzen, die verschwimmen und die eigentlich sowieso keine wirklich relevanten sind. Für ein reines SUV ist er ein bisschen zu niedrig, für einen kompakten zu hoch. Nennen wir das Kind einfach Crossover. Apropos benennen, warum heißt der fesche Japaner eigentlich, wie er heißt? Der Mazda CX-30 schließt also die Lücke zwischen CX-3 und CX-5. Dann müsste er eigentlich laut geltender Nomenklatur CX-4 heißen. Tut er aber nicht. Warum? Na ja, ganz einfach. In China gibt es schon einen anderen Mazda CX-4 und damit es keinen Namenskuddelmodel gibt, heißt der einfach CX-30. Nicht nur bei der Außenlänge zwängt er sich zwischen seine beiden SUV-Brüder, auch beim Kofferraum sucht er die goldene Mitte zwischen dem Pärchenhit CX-3 und dem Family-SUV CX-5. Mit 430 Litern ist der CX-30 auf jeden Fall urlaubstauglich. Das Design ist eindeutig eine Weiterentwicklung vom neuen Mazda 3, also ein echter Hingucker. Wohin man auch schaut, man sieht fast keine Blechfalte. Und es gibt eher so eine Welle in der Karosserie, also man sieht auch, dass sich das, was sich spiegelt, in einem leichten S widerspiegelt. Ja, und generell das Design, die lange Motorhaube, muss ja lang sein, ist ja ein relativ großer Motor drunter, gibt dem Ganzen eine dynamische Silhouette. Und man kann eigentlich generell das neue Design, die neue Designsprache von Mazda nur loben, weil somit sind die echt auf dem Weg, das Alfa Romeo des Fernen Ostens zu werden. Nicht nur außen, sondern auch innen spielt der Mazda CX-30 wirklich auf dem höchsten Niveau, ja? Weil es schaut absolut toll aus, es ist sehr aufgeräumt, es sind fast keine Knöpfe und wenn sie da sind, haben sie wirklich einen schönen Druckpunkt und rasten sauber ein. Ja, generell die Verarbeitung und die verwendeten Materialien sind weit über den Durchschnitt. Ja, und dann gibt es noch eine Sache, in der Mazda sein absolut eigenes Süppchen kocht, und zwar beim Bildschirm. Der ist nämlich gar nicht in Griffreichweite, na, muss er auch nicht, hat er auch schließlich keine Touch-Funktion. Die ganzen Sekundärfunktionen, die sind über den Drehdrückregler in der Mittelkonsole steuerbar. Beim Federungskomfort folgt der CX-30 seinen Markenbrüdern. Die Insassen werden zwar über den Fahrbahnzustand mit seinen Schlaglöchern und Ausbesserungen informiert, unangenehme Schläge bleiben aber aus. Das Einlenkverhalten wird der dynamischen Karosserie gerecht. Der CX-30 lässt sich durchaus dynamisch um die Ecken werfen. Motorseitig hat man die Wahl zwischen einem drehmomentstarken Diesel oder wie unser Testwagen hier, dem 2 Liter Sauger Benzinmotor. Der hat eine extrem direkte Gasannahme, ist total vibrationsfrei und überraschend sparsam. Außerdem ist das Schaltgetriebe echt ein Hit. Ich meine, man kann ihn auch mit Automatik kaufen, aber ich würde schauen, dass ich einen mit Schalter bekomme. Wer sich jetzt nicht entscheiden kann zwischen Diesel oder Benzin, der nimmt einfach den eingangs erwähnten Topmotor, den Sky Active X, weil der ist eine Mischung aus beiden, also Diesel und Benziner. Jeden Motor gibt es übrigens gegen Aufpreis auch mit Allradantrieb. Und das muss man auch sagen, keinen Aufpreis zahlt man für Bluetooth, für Navi, für LED, für adaptiver Tempomat, für Klimaanlage, für Head-Up-Display, und das ist nämlich alles serienmäßig schon beim Basismodell mit dabei. Mit ganz viel Lifestyle und ganz viel Design beim Mazda CX-30.
Honda hat die E-Mobilitätsstrategie für die nächsten Jahre endlich verkündet und die schaut so aus. Elektroautos und Hybride. So, das Honda E-Elektroauto kommt bald. Hybrid haben sie schon, nämlich das SUV CR-V. Und in den nächsten Jahren sollen noch 6 weitere Modelle kommen. Wieder elektrisch und Hybrid. Und das erste von den 6, das habe ich mir angesehen. Es ist der neue Honda Jazz. Wenn Honda eine Fete schmeißt, kannst du kommen. Da lasse ich mich natürlich nicht lange bitten, denn Honda hat etwas mitgebracht nach Amsterdam, nämlich den neuen Honda Jazz. Wie man sieht, ist ein richtiges Gerüst um das Auto, denn drin sind schon andere Motorjournalisten aus der ganzen Welt, um den Jazz zu präsentieren. Dabei aber auffallend, das, was man nicht sieht, nämlich der neue Honda Jazz ist ein Hybrid. Den gibt es nicht mehr anders, nur mehr als Hybrid. Und das Ganze noch dazu nicht mehr alleine, sondern der Jazz wird eine ganze Familie. Und was für eine auch noch, doch bleiben wir für einen Moment beim Kernmodell. Die Grundform des Jazz ist dem Vorgänger ähnlich und das ist gut so, denn so bleibt ihm der üppige Innenraum erhalten. Dank Magic Seats lässt sich selbst richtig Sperriges transportieren. Zum Transportieren habe ich leider nichts mit, also schaffe ich mir nur einen kleinen Durchgang. Der Look des Jazz wurde auf freundlich gebürstet. Er sieht zwar seinen Markenbrüdern Civic oder CR-V nicht besonders ähnlich, doch wahrscheinlich kommen da in naher Zukunft noch Modelle, die diese Designsprache aufnehmen werden. Denn der neue Honda Jazz hat durchaus das Zeug zum Trendsetter. Der neue Honda Jazz, vorne neu, hinten natürlich auch neu, aber auch innen. Kollegen belagern das Auto jetzt gerade. Man sieht's, kannst du mal schauen? Komm mal. Ganz großes Interesse an dem Jazz innen. Macht jetzt gar nichts, dass sie da drin sitzen, weil wir konnten vorab schon rein. Und was ich da gesehen habe, ist nicht weniger als die Zukunft Hondas. Gestochen scharfe, blitzschnelle, konfigurierbare Displays. Eines hinter dem Lenkrad und eines in der Mitte. Gut, Displays haben andere natürlich auch, doch die Jazz-Displays reagieren schneller und smarter als bei so manch deutschem Luxusgefährt. Dass das Honda nicht zufällig passiert ist, wird spätestens auf Nachfrage klar. Da haben Sie vollkommen recht, das war genau die Absicht, die wir da hatten, eben gerade auch für die jungen Kundschaften, die natürlich heutzutage mit sehr hochwertigen Smartphones und Tablets gewohnt sind. Wir wollten natürlich genau diese Bedienbarkeit, aber auch die Geschwindigkeit und das Reaktionsvermögen der Geräte auch in dem Fahrzeug widerspiegeln. Und deswegen haben wir auch eben keine Qualitäten gescheut. Wir haben einen 9 Zoll Großbildschirm, der in jeder Situation auch mit dem Tap- und Swipe-Bedienungen sehr schnell reagiert und auch bedienbar ist. Auch die gesamte Struktur, also das ist im Großen und Ganzen eine ganz große Verbesserung in der Leistungsfähigkeit, gerade in dieser Human-Machine-Interface-Struktur. Und genau das soll dann auch eben diese junge Kundschaft ansprechen. Die jüngere Kundschaft kauft Autos bereits wesentlich klimakritischer als noch vor wenigen Jahren. Darauf reagiert Honda und bringt den Jazz ausschließlich als Two-Motor-Hybrid-Fahrzeug. Leistungsdaten bleibt Honda leider noch schuldig, doch über die Funktionsweise darf ich schon etwas erzählen. Im Grunde handelt es sich um ein verkleinertes System aus dem Honda SUV CR-V. Grob zusammengefasst dient der Benziner als Aggregat und produziert Strom für den Elektromotor. Und der treibt mit einem CVT-Getriebe die Räder an. Nur wenn extrem viel Kraft benötigt wird, greift der Verbrenner direkt auf die Räder zu. Das klingt furchtbar kompliziert und ist es auch. Doch das ist eigentlich egal, denn das System ist erprobt und funktioniert problemlos. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eines, nämlich die von mir eingangs erwähnte Jazz-Familie. Der Honda Jazz, wie schon angekündigt, bleibt nicht länger alleine, sondern er wird zur Familie, zur Honda Jazz-Familie. Denn das ist der Crossstar, eine Crossover-Version des Jazz, der mit ein bisschen Beplankung und ein bisschen höherer Sitzposition, sage ich mal, ja, Aufsteiger aus dem Kleinwagensegment abholen möchten. Sieht auch innen ein bisschen anders aus, mit anderen Materialien,
aber ein sehr gefälliges Fahrzeug. Wenn ich es mir aussuchen müsste, ganz ehrlich, hier mit den Kontrastfarben und der Reling, ich würde mich für den Crossstar entscheiden. Ist halt eher so ich, ne? Kleiner Mann möchte ein höheres Auto. Doch egal welcher Jazz am Ende den Nerv der Käufer treffen wird, wir von Go werden auf alle Fälle mit beiden noch vorab ausgedehnte Testrunden drehen. Was ist besser als Nachrichten lesen? Ja, ganz klar, Nachrichten sehen im Go Newsflash. The driving force that holds our lives together. Digitalisiert, vernetzt, intelligent. Golf. Der Golf ist das erfolgreichste europäische Auto und das seit Jahrzehnten. Mit der 8. Generation möchte Volkswagen ein neues Zeitalter im Kompaktsegment auslösen. Nie zuvor war ein Golf progressiver. Mit gleich 5 Hybridversionen elektrisiert er die Kompaktklasse. Sein digitales Interieur ermöglicht eine neue Dimension der intuitiven Bedienung. Assistiertes Fahren ist bis zu 210 km/h möglich. Als erster Volkswagen nutzt er via K2X die Schwarmintelligenz des Verkehrs und warnt vorausschauend vor Gefahren. Ganz nebenbei ist der Golf 8 aber ein ganz normales Auto geblieben, das sich trotz seiner digitalen Aufrüstung volksnah gibt. In Wolfsburg ist man sehr stolz auf Nummer 8. Verständlich, denn der Golf ist nicht weniger als das Rückgrat des Volkswagen-Konzerns. Umso erfreuter sind die Macher, dass der Golf 8 bereits konsequent auf die Bedürfnisse von Autofahrern von morgen ausgerichtet ist und dabei trotzdem nicht auf das Heute vergessen wird. Bis der neue Golf 8 in Österreich auf den Straßen fährt, dauert es noch ein paar Monate. Doch wir werden den neuen Golf bis dahin nicht aus den Augen verlieren und über ihn berichten. Drohnen oder Multicopter, das kennen Sie vielleicht, das ist ein sehr beliebtes Hobby in Österreich. Und wir nutzen sie auch professionell für spektakuläre Aufnahmen vom Himmel aus. Aber Seat hat auch Drohnen, allerdings sind das Lastdrohnen. Und wie die eingesetzt werden, das könnte möglicherweise die Zukunft der Autoindustrie komplett verändern. Nur noch letzte Flugchecks und schon geht das Abenteuer Luftfahrt bei Seat los. Denn Seat startet als erster Autohersteller die Zustellung von Fahrzeugteilen mittels Drohne. Vorerst als Testlauf und nur innerhalb des gigantischen Seat-Werksgelände im spanischen Martorell. Ziel ist es, eine Strecke von über 2 Kilometer in weniger als 15 Minuten mit der Drohne zurückzulegen. Zum Vergleich. Die Anlieferung benötigter Fahrzeugteile per LKW dauerte bislang etwa 90 Minuten. So lassen sich 75 Minuten in der Anlieferung einsparen. So wird bedarfsorientiertes Liefern an Produktionsbänder möglich. Außerdem soll sich die Effizienz wie auch die Flexibilität im Werk dank Drohneneinsatz steigern. Davon profitiert auch die Umwelt. Der CO2-Ausstoß der Drohne ist nämlich erheblich geringer als der eines herkömmlichen LKW. Denn zur Aufladung der Akkus werden erneuerbare Energien genutzt. Vorerst werden nur Lenkräder und Airbags mittels Lufttaxi geliefert. Doch sollte sich das Anliefern mittels Drohne etablieren, stehen die Zeichen für eine ganze Drohnenflotte ziemlich gut. Mit dem ersten Teil von Go sind wir durch, aber unbedingt dranbleiben, denn gleich geht's weiter mit diesen Themen. Gleich in Go, in die Berg sind sie gern. Alexandra Meisnitzer und der Land Rover Discovery Sport. Und altes Eisen oder doch noch fit für die Zukunft? Andi fährt den VW E-Golf.